Das ist Klaus Barsky. Er lebt von seinem Vermögen. Das schätzt er auf 5 Millionen Euro. Sein letzter Jahressteuerbescheid betrug 2.300 Euro. Das ist Familie Trabic, beide Arbeitnehmer, drei Söhne. Sie zahlen im Jahr 16.000 Euro Steuern und damit 7-mal mehr als der Millionär. Wie geht das? Dame, die lächelt da so nett, blonde Dame. Und herzlich willkommen. Ja, guten Tag. Wir sind also Leute, die an der Yacht interessiert sind und wollten uns ein bisschen umgucken, was es so gibt auf der Messe. Und für uns ist diese Yacht ideal, weil wir die zur Not selber handeln können, nur mit einer Kraft. Ja. So, das ist natürlich riesige Brummer hier, aber das ist so die ideale Größe. Nicht zu klein, nicht zu groß, die Yacht. Und Air-Conditioning haben die auf jeden Fall. So. Einmal gut gegen Regen, ja prima. Und ich muss dir nur noch vorstellen, hier hinten die Berge von Cannes, ne? Und da spielt Casino rechts und, oder Florida, ja klar. Also dieses Boot kostet wie viel, so wie es jetzt ist? Ungefähr um 480.000 Euro. 480.000 ja. Euro, ja. 480.000 Euro, da ist ja Mehrwertsteuer schon mit drin. Oder kommt die noch dazu? Kommt dazu. Kommt noch dazu. Ja. Weil Sie wissen ja, in Deutschland ist ja dieses Gesetz, dass man den Preis immer nur inklusive Mehrwertsteuer. Ja, genau. Gut, alles klar, damit wir nur Bescheid wissen. Ja, sonst ist das ist ja ein Gleiter hier. Das ist kein Verdränger, nicht? Ist ja klar. Ja, ist klar. Ja. So, weil ich habe meiner Frau gerade erklärt, Gleiter. Das heißt, er schaukelt nicht so wie ein Verdränger. Auf der Düsseldorfer Boot, der weltgrößten Bootsmesse, traut man sich trotz der Krise noch zu träumen. Jedenfalls, wer es sich leisten kann. Wir haben 2008 war das beste Jahr für Nordwest in seit 1986. Oh. Also die Leute mit dicken Portemonnaie können sich die großen Brummer immer noch leisten. Die kleineren sind schon am Knabbern. Na ja gut, wenn wir dann noch 2 Monate warten und die Geschäftslage ist noch schlechter, kann man ja noch besser verhandeln wahrscheinlich mit ihnen. Und Gebrauchtwagenzahlung geben. Nein. Klaus Barsky schreibt Bücher über das Leben reicher Aussteiger. Ihr Vermögen jedoch haben er und seine Frau Bonnie durch Immobilienspekulationen verdient. Barskys Prinzip, immer unter Wert kaufen, dann teuer verkaufen und Steuern sparen. So verfährt er mit Häusern, Gemälden und Yachten. Du sitzt ja immer daneben, neben den Chef. Du bist ja Schiffsjunge und in der Regel und erster Offizier, je nachdem. Ne? Und da wollen wir sehen. Diese, für mich ist natürlich gut. Oh, sehr gut. Ja, ich habe natürlich die Größe, ich kann immer. Ja, das ist prima. Und dann typisch die Steuerung. Sehr, sehr schön. Hier ist also eine Kompüse und die Eichner-Kabine. Und jetzt ist der Vorteil, du hast hier noch Platz zum Schlafen für Gäste. Zwei Personen. Sehr, sehr kompakt und so weiter. Ja, da bleiben wir gleich hier, da sparen wir das Hotelzimmer da. Die Geschichte ist ja die, dass auch ich versuche, das Boot teilweise gewerblich zu nutzen. Meine Frau will ja immer noch, wir haben Ferienwohnung gerade verkauft in Cannes. Eine gute Ferienwohnung und da haben wir dann das Geld und das lockt natürlich, nicht? Wollen wir noch einen Kopf hauen, solange man kann. Was ne? Wir jetzt machen Wie müsste man das anstellen, um das steuerlich geltend zu machen? Steuerlich gelten könnte ich zum Beispiel nur 2 Bereiche. Als Autor, wenn ich so meine Bücher mache über Inseln, Abenteuer am Meer, Mittelmeergeschichten und so weiter, mache da Empfänge, empfange Journalisten und schreibe da mit dem Buch, mache Filmaufnahmen, dann kann, den Teil kann ich haben. Als Geschäftsmann kann ich das so machen, wenn ich in Immobilien komme, und zwar, wenn ich in Immobilien steige, im Bereich Mittelmeer. Dann kann ich das als Repräsentationsbüro ohne weiteres teilweise nehmen, da wird mir auch jedes Finanzamt ein Okay geben. Wichtig ist, dass man das, man soll sollte ganz einfach mit seinem Finanzamt vorher sprechen, was ich mache. Und die geben einem auch persönlich gute Tipps. Ja? Du kannst also auf legalen Wegen ein recht ordentliches, anständiges Leben führen. Für Familie Trabic kostet Vergnügen immer Geld und spart niemals Steuern. Denn im Unterschied zu Selbstständigen und Unternehmern können sie als Arbeitnehmer nicht so viel von der Steuer absetzen. Ihren Söhnen wollen sie ab und an auch was bieten. Nicht einfach. Jürgen Trabic arbeitet als Redakteur einer Lokalzeitung.
Dagmar Drabitsch ist Krankenschwester in der Kinderkrebsstation. Ihr Sohn Jakob ist Gymnasiast. Ihr Sohn Simon engagiert sich im freiwilligen sozialen Jahr. Jonas geht ins Gymnasium. Ihre Hobbys: Indoor-Klettern, Fechten, Fußball und Fitnesscenter. All das kostet Geld. Ach, ich darf noch was? Nee, Quatsch. Nein. Aber nachher zählt es dann mehr, wenn du dann beim zweiten wieder wirfst. Da kriegst du dann Bonuspunkte. Kann das halt, ne? 1,70 Euro. Wie viel waren das? 148 und 70. Okay, da ist das Getränke und so weiter dabei, ja? Das war ja unten schon dabei. Okay. Und? Bitte schön. Schön. Ab und an lassen wir das halt, dann wollen wir das auch mal machen, um uns einfach was Schönes zu gönnen. Und ja, oft machen wir das natürlich nicht. Das kommt mal beim Geburtstag vor und heute war es mal ein bisschen außer der Reihe. Aber das Unternehmen Familie kostet viel Geld? Ja, natürlich, klar. Und sieht man ja bei solchen Gelegenheiten. Wir sind 5 Personen und ja, es sind auch Dinge, die den Jungs Spaß machen sollen, die auch altersangemessen sind. Und das ist nun mal heute kein kleines Karussell mehr auf dem Jahrmarkt. Das war früher mal und das ist halt vorbei. Klaus Barski arbeitet nur eine Stunde am Tag, wie er erzählt. Denn sein Vermögen hat er längst verdient, durch Hausverkäufe. Davon hat er monatlich eine hübsche Summe zur Verfügung. So 5.000 werde ich wohl brauchen im Monat und so weiter. Und wenn das dann nicht langt, dann mache ich immer so alle Jubeljahre, setze ich dann im Grunde genommen ein Objekt auf den Markt. Das ist jetzt mein erstes Mietshaus in meinem Leben, was ich gekauft habe. Das habe ich mit 12.000 Mark angezahlt, den Erlös aus meinem ersten kleinen Bauernhäuschen, das ich für 6.000 Euro gekauft habe. Das Wichtige ist hier, Massenbetrieb. Also im Sommer und auch im Winter hier, im Sommer sind die Tische und Stühle hin, da sind hier 500.000 Leute, die hier ranmachen. Das sieht man auch, jedes Haus ist praktisch eine Kneipe, Vergnügungsviertel von Frankfurt. Und dann habe ich dieses Haus, wie gesagt, gekauft für knapp 70.000 Mark und dann für 500.000 wieder verkauft. Und das war dann der weitere Grundstock, um wieder in die nächsten Häuser einzusteigen. Mein erstes Mietshaus. Sehe ich immer noch gern. Musst du aufpassen, dass ich umkippe. Zahlen Sie da Steuern, wenn Sie das Haus verkauft haben? Nee, bei dem Haus habe ich ja natürlich keine Steuern bezahlt. War aus dem einfachen, ich glaube, ich habe das überhaupt schon über Jahrzehnte damals besessen und nach 2 Jahren hätte es schon gereicht. Steuerfrei das Haus für, hätte ich es für 10 Millionen verkauft. Ich hätte keinen Pfennig Einkommensteuer. Das war ja das Geheimnis der großen Spekulanten hier. Trotz der Steuerfreiheit beim Spekulationsgewinn müssen auch Spekulanten, Selbstständige und Vermögende eine Einkommensteuererklärung abgeben. Wie aber werden die Reichen vom Finanzamt geprüft? Steuern müssen in Deutschland gleichmäßig erhoben werden, so fordert es das Gesetz. Der Bundesrechnungshof hat bei einer internen Untersuchung festgestellt, dass davon längst nicht mehr die Rede sein kann. Nur 15% der Millionäre werden in Deutschland richtig geprüft. Ein Finanzamt prüfte keinen seiner 100 Millionäre. Der Staat verliert geschätzte 70 Milliarden Euro im Jahr. Ein Finanzbeamter, der lieber anonym bleiben möchte, berichtet aus der Praxis. Es gibt sogar Einzelanweisungen von Vorgesetzten, dass Prüfungen ab einem bestimmten Mehrergebnis, also nachzuzahlende Steuern, zum Beispiel ab 100.000 Euro, abgebrochen werden. Es ist nicht gewollt, weiter zu bohren, obwohl da manchmal Millionen drin gewesen wären. Es geht in den Finanzämtern mehr um die Erledigung vieler Fälle, also Quantität statt Qualität der Prüfungen. Oder man will attraktiv bleiben für Unternehmer, dass sie nicht abwandern. Für mich als Betriebsprüfer ist das eine ständige soziale Grätsche. Man verlangt von uns Beamten zuzusehen, wie man Unternehmer und Reiche entkommen lässt. Die Arbeitnehmer dagegen zahlen immer fleißig Steuern. Dagmar Drabitschs Tag beginnt häufig um 5 Uhr in der Früh. Jetzt hat sie bereits 50 Kilometer Wegstrecke zum Heidelberger Uniklinikum zurückgelegt. Jetzt immer
Um in den Tag zu kommen, bleiben ihr nur wenige Minuten. Die Kolleginnen der Nachtschicht müssen ihr noch sagen, was zu beachten ist. Dann geht es los. Medikamente vorbereiten und vor allem sich innerlich einstellen auf ihre Patienten. Krebskranke Kinder. So, wie geht's dir denn, mein Schatz? Du hast heute Nacht gebrochen, Anuscha, gell? Sag mal, machst du das jetzt jede Nacht? Finde ich nicht gut. Ha? Du sollst dann nachts schlafen und nicht spucken. Das ist nicht gut. Ha, Mausepiep, was machst du für Sachen? Machst du mal den Mund auf? Ah. Ah. Zunge raus. Ah. Ah. Lauter. Ah. Lauter. Ah. Noch lauter. Ah. Ja, gut. Robin, pass mal auf, wir machen ein Foto von deiner Hand. Ja? Du musst deine Hand da hinlegen und dann macht's Klick. Und dann haben wir ein Foto von deiner Hand gemacht. Und dann können wir sogar gucken, wie groß du mal wirst. Und das tut gar nicht weh. Hast du schon mal einen Finger gebrochen? Oh, Sakrament. Und das hat wehgetan, hä? Huh? Hast du dann einen Gipsfinger gehabt? Oh, Jesus, na, das sah bestimmt witzig aus, hm? Okay. Kommt ihr einfach mit? Ja. Geht's so besser, Robin? Gimpermeister. Das geht. Robin, hör mir mal zu. Wenn ich dir was ins Schläuchlein reinspritze, ja? Das merkst du gar nicht. Ich mach dir was in dein Schläuchlein, ja? Du musst noch drücken auf die Null. Mama. Sieh, Jackie. Mama ist da, okay? Ist alles gut, Robin. Ja. Gleich ist gut. Ja. Geht ganz, ganz schnell mit dem Foto. Das kennst du, wie mit deinem kleinen Finger. Was verdienen Sie denn hier? Also brutto 2.800 Euro. Raus kriege ich so 1.200 Euro. Und das ist schon richtig wenig, wenn man überlegt, was da oben steht und was dann an Abzügen, vor allen Dingen Steuer, halt weggeht. Ist das nicht so viel, was übrig bleibt. Also für eine Vollzeitstelle 1.200 Euro für die Arbeit, die ich hier mache, fühle ich mich schon äußerst schlecht bezahlt. Wobei, wie gesagt, das Bruttogehalt ja nicht schlecht ist, ist halt das, was so viel weggeht dann. Sein Einkommen ist der Grund, warum Dagmar Dravitsch so viele Steuern abgezogen werden. Weil sie als Arbeitnehmer gemeinsam vom Finanzamt veranlagt werden. Hallo, Carsten, hi. Ja, Inder. Grüß dich. Servus, hi. Der Arbeitsplatz von Jürgen Dravitsch ist die Lokalredaktion der Weinheimer Nachrichten. Sein tägliches Brot, Planung lokaler Themen, Besuch in der Polizeiwache für die neueste Kriminalstatistik, Empfänge von Bürgermeistern. Schnell schreiben vor Redaktionsschluss. Und auch abends hat er häufig noch Termine. Dann besucht er Theaterstücke und Konzerte, die er in der Zeitung bespricht. Kein Wunder, dass seine Tage lang sind. Vor neun kommt er selten nach Haus. Was verdienen Sie eigentlich brutto? Was ich brutto verdiene? Müsste ich jetzt direkt nochmal nachschauen, um es genau zu sagen. Aber, ja. Es sind ca. 4.800 Euro, die ich verdiene. Und was bleibt davon übrig, wenn Sie die Sozialabgaben und die Steuern abrechnen? Es sind, also der Nettoverdienst, den ich überwiesen bekomme monatlich, den meinen Sie jetzt wahrscheinlich. Das sind je nach Sonntagsdiensten, die ich leiste, die extra steuerlich frei bezahlt werden, sind es so ca. 2.800 Euro ungefähr, 2.900. Mhm. Das heißt, rund 2.000 Euro im Monat bezahlen Sie an Abgaben und Steuern? Ja, genau, so in etwa. Mhm. Trotz der drei Kinder? Ja, ich habe dabei die bessere Steuerklasse als meine Frau, weil ich mehr verdiene. Selbst bei 10 Grad minus ist Jürgen Dravitsch abends verschwitzt. 8 Kilometer vom Bahnhof nach Haus. Das Fahrrad ist für ihn ein Arbeitsmittel,
dass sich die Familie kein zweites Auto leisten kann. Von der Steuer kann er es trotzdem nicht absetzen. Guten Abend. Hi. Oh, es war wieder anstrengend heute. Grüß dich. Hi. Hi. Hallo. Hi. Na, wie geht's? Alles gut. Ja. Und dir auch. Ja. Die fünfköpfige Familie wohnt auf 130 Quadratmetern. Fünf kleine Zimmer hat die Wohnung, eines okay. Für die Arbeit. Das teilen sich die Söhne mit dem Vater. Sie machen Hausaufgaben, er schreibt für seine Zeitung auch von zu Hause. In welchem Fach? Ja, der Laptop ist sein Arbeitsmittel. Okay, aber pass auf, dass du nicht wieder irgendwas drauflädst oder so. Arbeitszimmer und Arbeitsmittel können Selbstständige von der Steuer absetzen. Und Jürgen Dravic? Wie viel Zeit verbringen Sie in Ihrem Arbeitszimmer außerhalb der Arbeit in etwa? Wie viel Zeit? Ja gut, privat auch. Ja, ich sag mal so 2-3 Stunden kann es abends sein. Aber für die Berufstätigkeit reicht es nicht aus, damit ich es steuerlich geltend machen kann. Das also habe ich schon probiert. Ach, hast du jetzt extra einen neuen aufgemacht? Ja, das ist jetzt. Ich hätte sonst noch meinen Rest von gestern getrunken. Ja, dann kannst du ja auch so trinken. Ja. Ich bin da ganz eisern. Oh, das ist heiß. Ja, das ist gut. Sauvignon Blanc. Heiß. Gemeinsam essen ist den Dravic wichtig, auch wenn zum Kochen nicht immer die Zeit reicht. Das Mitgebrachte vom Asia-Imbiss schmeckt auch. Hauptsache, die Familie verbringt wenigstens 1-2 Stunden miteinander, tauscht Neuigkeiten aus und genießt. Das nächste Mal natürlich, wo wir heute dann... Was haben wir gemacht? Wie lange waren Sie heute unterwegs? Ja, also von dem Zeitpunkt, wo ich aufgestanden bin, bin ich nach Hause gekommen bin, 16 Stunden. Herr Dravic, ich habe nur 15 zu bieten. 31, lange Zeit. Ja, das ist... Stimmt, das ist uns normalerweise gar nicht so bewusst. Also, das, wo Sie es sagen, rechnet man normalerweise nicht nach, ja, aber das ist in der Tat so, von morgens aufstehen, 6 Uhr oder noch früher bei dir. Die Millionäre Bonnie und Klaus Barski leben auf 400 Quadratmetern Wohnfläche in ihrer Villa im hessischen Königstein. 400 Quadratmeter zinsfrei, denn die Villa kauften sie bar, dank der Gewinne aus den Verkäufen ihrer Mietshäuser. Vor 9 Uhr regt sich hier für gewöhnlich nichts. Bonnie Barski macht sich als Erste ans Werk. Die gebürtige Amerikanerin ist Literaturwissenschaftlerin. Auch sie schreibt. Und regelmäßig hält sie Literaturkränzchen mit betuchten Damen aus der Gegend ab. Ansonsten kümmert sie sich um den Haushalt. Jeden Morgen bereitet sie für ihren Mann und sich das Frühstück. Klaus Barskis erster Gang. Hier erfahren wir, wie gefährlich das Millionärsleben sein kann. Ja, gegen die Einbrecher, da muss man sich natürlich wehren. Und bei meiner Kunstsammlung ist das alles doppelt und dreifach. Man muss erst mal nicht nur die Alarmanlagen müssen stimmen, sondern auch der Schnelleinbruch, wo man schnell was gegrapscht werden kann. Da musst du dich auch sichern. Und gerade hier in der Gegend, das gilt ja doch als ziemlich reiche Leute gegen, musst du wirklich an alles denken täglich und musst dich sichern. Nicht? Was für ein wunderschöner Morgen. Was für ein wunderschöner Morgen. Das Besondere ist erstmal so, dass das Haus ist schön zum Angeben. Weil in der Regel, wenn das Haus so neu baust, sag ich ja, kannst du gleich mal schnell 3 Millionen los sein. Und es gibt wenige, die sich das Haus leisten können. Und ich habe natürlich auch den Vorteil wieder gehabt, ich konnte es bar bezahlen. Und das ist ja mein Prinzip. Grundsätzlich alles mein Privatleben ist schon bar bezahlt. Klaus Barski hat sich hochgearbeitet. Der Arbeitersohn aus Bremen lernte Druckereikaufmann, versuchte es im Werbegeschäft. Vieles schlug fehl. In Frankfurt lernte er von den großen Immobilienspekulanten das Geschäft. Eine Fleischwurst mit Brot. Mittags legt er gerne einen Stopp in der Frankfurter Markthalle ein. Hier gibt es seine Lieblingswurst. Das war schon vor Jahrzehnten so. Zu Zeiten, wo auch sein Geld knapp war. Da boxte er sich, seine Frau und seinen Sohn durch. Zeiten, in denen er sogar häufiger mal Gast eines Pfandleihhauses war.
Aber Sie könnten sich doch ein schickes Menü leisten auch im Restaurant. Es gab Jahrzehnte, wo ich von einer Scheißwurst geträumt habe, Mensch. Und wenn ich das, war das der absolute Himmel war das, so eine Wurst in der Hand zu halten und satt zu werden, Mensch. Und das vergisst du nie, die schmeckt immer noch so gut wie vor 20 Jahren. Wenn er binnen 8 Jahren nicht mehr als 3 Häuser verkauft, sind seine Spekulationsgewinne steuerfrei. So erlaubt es ihm der Gesetzgeber. Darauf fußt Klaus Barskis Vermögen. Er muss die Häuser nur über Wasser halten. Dafür hat er einen Hausverwalter. Irgendwas Neues? Irgendwelche Schäden? Mieterwechsel oder was? Obergeschoss kriegen wir 9 Meter ab 15. Im Obergeschoss, okay, ja. Alles klar. Reparaturen kosten. Das ist für einen, der sein Geld zusammenhält, ein Graus. Dabei können Vermieter sämtliche Reparaturen von der Steuer absetzen und damit ihre Gewinne kleinrechnen. Wir sind ja hier im Erdgeschoss. Richtig. Und um die neue Gasleitung zu legen, müssen wir vom Keller durchbrechen. Dann den ersten Stock durchbrechen. Den zweiten Stock durchbrechen. Dann legen wir die Hauptleitung. Das heißt, das muss der Fachbetrieb machen. Gleichzeitig aber auch die Verbindung zu den Gasleitungen. Links 2-mal. Rechts 3-mal. Ab hier müssen wir anfangen. Ja, da müssen wir anfangen. Da müssen wir auch einen Proppen reinmachen wahrscheinlich. Ne? Nein, da wird eine rechte Verschraubung drauf gemacht. Ach, da wird eine Verschraubung drauf. Ja. Gut, ja. Aber wenn wir in Eigenleistung die alte Leitung rausbauen und entsorgen, dann legt der Meisterbetrieb, mit dem habe ich gesprochen, die Leitung für den halben Preis, für unter 5.000 rein. Ah, ja, und dann kommen wir schon mal klar, plus unsere Eigenleistung, dann werden wir uns schon ein, da kommen wir schon irgendwie in Ordnung. Ich würde sagen, das ziehen wir durch. Aber wir müssen, es ist noch zu kalt, wir müssen abwarten, dass das wärmer wird. Klar. Bis über 10 Grad. Also wir haben jetzt, das muss über 10 Grad sein, weil die Leute, wenn wir denen Gas absperren für 2 Tage, dann frieren die, da kriegen wir Ärger. Das können wir nicht mal. Die Häuser von Klaus Barski sind nicht gerade schick, müssen sie auch nicht. Denn ihr Wert wächst von allein. Und da es in Deutschland seit 1996 keine Vermögensteuer mehr gibt, wird auch der Immobilienbesitz nicht besteuert. Und bis er sie gewinnbringend und steuerfrei weiterverkauft, spart er obendrein noch Einkommensteuern. Du kannst mit dem Haus, kannst du natürlich jede Menge Steuern sparen. Du zahlst erstmal den Kredit ab mit den Mieten. Das heißt, du kannst die Zinsen absetzen. Dann musst du diese alten Häuser, ich habe ja nur Häuser in schlechtem Zustand gekauft, die Häuser musst du dann, kannst du dann die Reparaturen von den Steuern absetzen. Anders ist das bei Familie Dravic, weil sie in ihrem Eigenheim wohnen. Ja. Auch hier geht mal was kaputt. Ja. Okay. Diesmal hat es die Haustür getroffen. Weil sie den Schlüssel vergessen hatten, traten die Kinder die Tür ein. Das kostet. Schön, dass es geklappt hat. Ja. Ah ja. Schönen Tag. Hallo, Herr Dravic. Jürgen Dravic, hallo. Aber erst mal reinkommen. Kommen Sie durch rein, ja. Ich denke, eindrucksvoller ist es von hier innen. Mhm. Also wir waren selbst ein bisschen entsetzt, als das passiert war letzten Sommer, als wir in Urlaub waren. Mhm. Ja. Also das, denke ich, wird dann nicht mehr zu reparieren sein. Denke ich, habe da immer wieder dann auch, ja, habe ich dann mal Unterlegscheiben noch reingemacht und das war auch keine gescheite Lösung. Sie klemmt und so weiter und so fort. Ja, also. Aber ist halt die Frage, was wir halt überlegt haben, ob wir dann nur die Tür neu machen oder diesen ganzen Bereich halt neu machen. Weil nur eine Tür da reinzumachen, das sieht ja dann auch wieder so doof aus. Ja, als Komplettlösung, da müssten Sie rechnen, vielleicht an die 3.000 Euro, 2.500 bis 3.000 Euro insgesamt. Okay. Mhm. Können Sie das steuerlich geltend machen, Herr Dravic? Ich glaube nur, ja, bedingt. Du warst gestern bei der Steuerberaterin. Also was hat die gesagt? Nochmal? Wenn wir es von einem Handwerker machen lassen, so richtige Handwerksaufträge, dann kann man 20% absetzen, aber nur von ihrer Arbeitszeit und Anfahrt und so. Und genau. Wie viel ist das, was jetzt vom Material wegfällt, was Arbeitszeit ist, ungefähr im Verhältnis? Also wenn wir das Ding selber machen würden, also bei uns ist immer ungefähr ein Drittel sind Materialkosten und 2 Drittel sind Arbeitskosten. Also von 3.000 sind 2.000 Euro und dann davon 20%. Dann wären wir bei 400 Euro, mein lieber Scholle, das ist nicht viel, was wir dann geltend machen können. Nicht viel. Okay. Also von der Steuer her das hab ich. Bringt uns das nichts. Ja. Also. Ja. Hallo. Abend. Das Unternehmen Familie hat auch einen Steuerberater, den Lohnsteuerhilfeverein. Für ihre Jahressteuererklärung lässt sich Dagmar Dravic hier beraten. In diesem Jahr ist es besonders wichtig.
denn sie ist in der Klinik von einer Teilzeitstelle auf eine Vollzeitstelle gewechselt. Sie arbeitet mehr und verdient deutlich mehr. Brutto und netto. Also ich habe jetzt gerade mal beide Varianten ausgedruckt. 2008, wie es aussieht, ja. Ihre Jahressteuer 16.986. Ja. 2007 hatten Sie weniger Stunden gearbeitet, ja, ja. Und da ist die Jahreseinkommensteuer 15.766. Also 1.200 Euro ja, weniger Differenz, Steuer. Genau. Und es ist identisch, das was ich jetzt so viel netto, also fast ja, im Moment mehr habe. Durch die Mehrarbeit. Ne? Ja, ja. Also arbeite ich eigentlich mehr für die Steuer? Für den Staat. Schön, ja. Da freut er sich aber. Ja, fleißig. Wie kann denn sowas passieren? Das ist die sogenannte kalte Progression. Je mehr sie arbeitet, je mehr Stunden sie macht, umso höher steigt ihr Prozentsatz für die Steuern. Und in diesem Fall arbeitet sie eigentlich nur für den Staat, weil sie genau das an Steuern mehr zahlt. Genau, das hat sie als mehr Belastung, weil sie mehr Stunden macht. Das ist das Arbeitszimmer von Bonnie Barski. Hier schreibt sie oder korrigiert die Texte ihres Mannes. Klaus Barski macht seine Steuern in diesem Jahr selbst. Die Dinge liegen sehr einfach bei ihm, sagt er. Einen Steuerberater konsultiert er nur in brenzligen Fällen. So sortiert er Handwerkerrechnungen, Fahrtkostenbelege, Telefonbelege und so weiter, fein säuberlich auf jedes seiner vier Mietshäuser verteilt. 21.044. Alles klar. 7844. 3922. Und bei jedem Haus hat er hohe Mieteinnahmen, von denen er hohe Kosten herunterrechnet. Das spart Steuern. Ich nehme 6-stelligen Betrag im Jahr ein und davon nimmt die Bank ein Drittel. Ein Drittel zahle ich an Reparaturen, weil ich alte Häuser habe. Und das dritte Drittel, da müsste ich von leben, da geht aber auch je nach, das schwankt so ein bisschen. Im Grunde genommen versteuere ich rund 30.000 im Jahr. Davon zahle ich in der Regel nicht mehr als 7.000 Steuern im Jahr. Ich glaube, letztes Jahr waren es sogar nur so 2,5 oder so. Vermögende und Selbstständige müssen das Finanzamt selten fürchten, denn die Personalnot ist groß. Deshalb werden sogar Gesetze außer Kraft gesetzt, wie interne Arbeitsanweisungen belegt. Lediglich ins Auge springende Fehler sind zu beanstanden. Zusätzliche Belege werden grundsätzlich nicht angefordert. Ist es unumgänglich, dass die Steuerverwaltung den Steuerpflichtigen möglichst wenig behelligt? Das heißt, Verzicht auf Belege und unnötige Kontrollen. Unser Finanzbeamter bestätigt solche zweifelhaften Anweisungen aus seiner Praxis. Wenn es hohe Bearbeitungsrückstände gibt, haben die Behördenleiter manchmal Angst, bei der Erledigung der Fälle im Vergleich mit anderen Finanzämtern die rote Laterne zu tragen. Wenn Ihr Finanzamt im Vergleich schon länger schlecht dasteht, erteilen Sie Anweisungen. Sie sagen dann ganz offen zu den Sachbearbeitern, setzen Sie sich die Sonnenbrille auf und übernehmen Sie einfach die Daten aus den Steuererklärungen in den Computer. Das heißt, es wird nicht wirklich geprüft. Von solchen Zuständen bei der Besteuerung Selbstständiger ahnen Arbeitnehmerinnen wie Dagmar Drawitsch nichts. Denn ihnen wird die Steuer schon an der Quelle abgezogen. Das ist jetzt Luxus. Die schenke ich mir jetzt selber. Es ist 18 Uhr und Dagmar Drawitsch ist von der Arbeit zurück, hat einen Sohn abgeholt, eingekauft und ist immer noch unterwegs. Ihr Sporttermin hat längst begonnen. Selten kann sie die Zeit einholen. Ja, wenn ich es so richtig eilig habe, dann fange ich schon im Auto an, mich auszuziehen. Also die Ohrringe ausziehen, die Uhr ausziehen, den Schal schon mal weg. Weil ich halt immer auf den letzten Drücker komme und die Trainerin, die guckt schon immer wieder, Dagmar, kommst du wieder zu spät? Weil ich das halt immer so time, dass die Jungs dann halt rechtzeitig da sind, wo sie hin müssen. Und ich bin immer zu knapp, es ist immer Hektik. Und manchmal frage ich mich, ob das überhaupt wert ist, immer in dem Stress und der Hektik da noch zum Sport zu gehen. Und dann denke ich immer wieder, nee, das ist die eine Stunde, die du wirklich für dich hast, wo du wirklich auch mal für deinen Körper was Gutes tust. Und hinterher bin ich dann auch mal froh, dass ich es gemacht habe, auch wenn mir die ersten 5 Minuten gefehlt haben. Gut, und dann mit der Mitgliedschaft muss ich ja auch wenigstens einmal die Woche hin, sonst lohnt sich ja das Geld auch nicht. Die Arbeit auf der Kinderkrebsstation ist nicht nur psychisch anstrengend, sondern auch körperlich.
Vor Jahren hatte Dagmar Dravitsch einen Bandscheibenvorfall. Ihr Arzt riet ihr zu Sport. Das Aquatraining ist genau das Richtige für sie. Es entspannt sie, aber wichtiger noch, es erhält ihre Arbeitskraft. Auch das kostet jeden Monat Geld. In den Jahren, die ich bisher in der Klinik arbeite, war ich, glaube ich, einen Tag krank. Also sonst gar nicht. Ich meine, es ist auch Infektabwehr und alles. Also ja, mir geht es einfach gut. Aber wenn es mir gut geht, werde ich auch nicht krank. Als Arbeitnehmerin kann sie das Training trotzdem nicht von der Steuer absetzen. Das wäre sehr schön, ja. Aber das ist ja wohl ein Traum. Also wie gesagt, das tue ich ja für mich. Und ich glaube kaum, dass irgendjemand das irgendwie unterstützen würde. Auch Klaus Barski will sich körperlich ertüchtigen lassen. Leider kommt Joggen für ihn nicht in Frage, wegen seiner Knie. Aber er hat eine Idee. Im Frankfurter Interconti trifft er sich mit seinem alten Bekannten Michael Bauer. Der sogenannte VIP-Trainer bietet Fitness für Reiche an. Hallo, Mr. Muskelbauer persönlich. Grüße dich. Also, komm her. Nimm Platz, Mensch. Ja, Mensch, wir haben uns lange nicht gesehen, ne? Ach, ja. Wie geht's dir? Ach, naja, du musst bedenken, ich habe ja nichts gemacht. Absolut zero, nichts. Die letzten 3 Jahre, verstehst du? Und bin total auf dem Hund. Ich muss also so einfache Sachen machen. Und so die Grundsachen, die mich, wo ich mich nicht übernehme, wo ich ein bisschen schwitze. Kein Lauf, weil ich kriege schlecht Luft durch die Nase. Also ich kann nur Indoor-Sachen machen. Ne? Also Klaus, wir kennen uns ja nicht seit gestern. Ich kenne dein Naturell. Ja. Also meine Idee wäre es tatsächlich, eine Anamnese zu machen, einen intensiven Eingangscheck, eine Diagnose. Wo stehst du? Wie sieht's aus? Nichts gemacht? Okay. Wie ist es konkret? Lass uns was greifen. Knochentechnisch, muskulär. Wie isst du? Wie trinkst du? Wie schläfst du? Inwieweit hast du Stress? Und wie lange dauert diese Geschichte? Die Anamnese dauert ungefähr 2,5 Stunden. Aber bis es zu der Anamnese kommt, führst du bitte ein Ernährungsprotokoll über circa eine Woche. Du schreibst mir damit mit dem Ding aber vor, was ich schon nicht mehr darf oder was? Das kommt danach. Während des Ernährungsprotokolls also, kann ich noch Gin trinken oder was? Du, ich muss sehen, wie dein tatsächlicher Tagesablauf aussieht. Über den Preis werden wir uns auch eigentlich so lange kein Wort anschauen. Ich kriege einen Freundschaftspreis, weiß ich sowieso. Aber nein, kann ich eigentlich die Kosten bei dir, wenn du mir eine ganz normale Rechnung gibst, von Steuern absetzen? Es ist ein Personal Management Training. Es ist ein One-to-One, wie jedes andere Coaching auch ein One-to-One ist. Anständiges, hochwertiges Coaching. Klar kannst du das absetzen. Allein das Zauberwort Coaching reicht dem Finanzamt bei Selbstständigen für die Absetzungsfähigkeit. Leute wie Klaus Barski haben es gut. Jeden Liter Sprit können sie von der Steuer absetzen, jedenfalls wenn ihr Auto ein Dienstwagen ist. Und natürlich hat so ein Tag auch viele private Annehmlichkeiten. Für das Finanzamt ist das ohnehin schwer nachzukontrollieren. Ich kann nicht Fahrten von den Steuern absetzen. Natürlich ist es so, wenn man außerhalb wohnt, da ist nichts los im Königstein. Das ist ein kleines Kaff, da wohnen ein paar Millionäre am Hang. Aber sonst ist da nichts los. Und wenn ich in die Stadt fahre so und erledige meine Sachen, Renovierung, Vermietung, Besichtigung, dann gehe ich natürlich noch einen Kaffee trinken, gehe ein bisschen was essen und amüsiere mich. Irgendwo ist im Teilbereich auch Privatleben dabei. Du fährst ja nicht extra normal anschließend in die Stadt, das verbindest du so ein bisschen. Ne? In Königstein wimmelt es von Millionären, aber kaum einer redet darüber. Vermögende sind in aller Regel verschwiegen. Eine Ausnahme ist Klaus Barski. Er hat nichts gegen Öffentlichkeit, denn er hat einen zweiten Beruf. Er schreibt Romane über das Spekulantenleben oder das Leben reicher Aussteiger in Ibiza oder an der Côte d'Azur. Sein neuestes Werk hat bereits 600 Seiten. Leise liest er es sich vor, versucht, die richtige Sprachmelodie zu finden. Die Erbmacht, große Familienkonglomerate, macht raffiniert, ohne sich die Finger schmutzig zu machen, alles platt, bis hin zum Mord. Ich führe die Erbmacht, große Familienkonglomerate, macht raffiniert, ohne sich die Finger schmutzig zu machen, alles platt. Bis hin zum Mord. Reichtum bedeutet, ich wollte eigentlich nie reich werden. Ich bin eigentlich wie so ein Simplicissimus da reingestolpert. Ich wollte Geld machen. Aber so viel, um dann, sagen wir ruhig, Zeitmillionär, ein angenehmes Leben zu machen. Und stopp, dann habe ich auch aufgehört. Mit 30 habe ich im Grunde genommen indirekt aufgehört zu arbeiten, weil ich genug Geld hatte, um gerade so gut leben zu können, um als Zeitmillionär die Dinge zu verwirklichen, die ich wirklich vorhatte.
Cocktailabend mit Freunden. Auch zwei Unternehmer sind dabei. Im Kite? Dagmar Dravic erzählt von ihrem Erlebnis beim Lohnsteuerhilfeverein. Geld ist nicht unbedingt ein probates Partythema und Steuern sind es erst recht nicht. Zwischen Dravic und ihren Unternehmerfreunden kippt die Stimmung. Nee, aber man kann jetzt die Dagi verstehen, wenn sie sagt, hier Mensch, jetzt arbeite ich ja viel, viel mehr. Und netto, hä, kriege ich ja kaum mehr raus. Ja, das ist frustrierend einfach. Ja, ja und? Aber Dagi, es kann sein, dass ich viel, viel, viel mehr arbeite und viel, viel, viel weniger raus. Viel weniger raus. Verlust mehr. Ja, ich sage immer, ich habe in der Firma 30 Leute arbeiten. Mhm. Und das ist meine Familie. Mhm. Und für diese Familie trage ich Verantwortung, so wie du für deine Kinder. Mhm. So. Und das, dass ich dann irgendwas absetzen kann, was du vielleicht nicht absetzen kannst, okay, das greift vielleicht das Risiko aus, weiß ich auch nicht, warum das so ist. Aber diesen Vergleich zu machen von hier, ach, hier sind wir die Familien und da sind die bösen Unternehmer. Nein, ich sag nur, dass dieses Unternehmen, was ihr führt, das ist ein Unternehmen, was von der Gesellschaft allgemein akzeptiert wird. Jeder sagt, oh, das ist toll, was die machen, das ist wichtig, was die machen, wo wir die unterstützen können. Versuchen wir dann auch, dass die eine Gewinnspanne da auch haben, dass die motiviert werden, da auch weiterzumachen. Macht ihr ja nicht, wenn ihr ein Verlustgeschäft macht. Als Familie machst du immer nur ein Verlustgeschäft. Klaus und Bonnie Barski sind nach Cannes gereist. Sie brauchten mal ein bisschen Sonne. Oh, natürlich, wenn ich jetzt das nächste Buch mache, wo ich auch wieder sehr viele Fragmente von der Côte d'Azur einbaue, weil die sich immer gut machen und ich mich auskenne, kann ich natürlich Autofahrten, Hotel, Essen und auch Lesungen, die ich dann hier habe, wenn das Buch fertig ist, und Fernsehgeschichten, die mich Kosten absetzen von dem Einkommen. Ich muss natürlich Einkommen haben. Ich kann nicht die Dinge absetzen von meinem Geschäft, von meinem Immobiliengeschäft. Das sind zwei total getrennte Sachen. Spaziergang im modernen Yachthafen von Cannes. Barskis überlegen noch immer, ob sie sich eine Yacht zulegen. Und wenn du so siehst, hier so die Yachten nur, und würde mir schon gefallen. Ne? Jahrelang lebten sie in Florida und liebäugeln ab und an mit dem Gedanken, wieder dorthin zu ziehen, zumindest als Zweitwohnsitz. Eine Yacht brächte dabei sogar Steuervorteile in Deutschland. Ach ja, in den USA könnte ich sie absetzen, wenn ich eine Immobilienfirma gründen würde, die Wassergrundstücke anbietet. Dann kann ich nämlich mit dem Boot rumfahren und den Konsumenten an Tip of the Islands, in Kanälen oder aber in Intracoastal Waterway oder an den vorgelagerten Keys, kann ich mit dem Ding vorfahren und die von der Seeseite sagen, dann könnte ich die vollständige Steuer absetzen. Dann müsste ich natürlich Anzeigen machen, Anzeigen schalten, wo gesagt wird, Kapitän Barski fährt sie und ihre Gattin rum und zeigt ihnen die Top-Wassergrundstücke Floridas. Dann kann man was machen. Aber in meinem Alter jetzt wieder noch eine Firma zu gründen oder so, das ist ja alles Unsinn. Ja. Aber einen richtigen Betriebsprüfer bei sich hatten Sie noch nie? Nein, brauche ich auch nicht, weil es ja doch Quatsch ist. Ich sage ja, ich habe 5 Objekte und die sind immer gleich. Was willst du da groß prüfen? Du brauchst nur die Zahlen vergleichen, wenn sich da irgendwas ändert. Das merkt der Finanzbeamte sofort. Auch die Millionärskollegen von Klaus Barski erhalten so gut wie nie Besuch eines Betriebsprüfers aus dem Finanzamt. In Hessen noch seltener als im Bundesdurchschnitt, wie der Bundesrechnungshof ermittelte. Jeder dritte Millionär hat in Hessen eine falsche Steuererklärung abgegeben. In Hessen werden nur 10% der Millionäre richtig geprüft. An solche Situationen kann sich auch unser Betriebsprüfer erinnern. Es kommt vor, dass uns Unternehmer sagen, wenn sie das alles machen, was sie hier festgestellt haben bei der Prüfung, dann hängen da 500 Arbeitsplätze dran. In solchen Fällen werden wir vom Sachgebietsleiter angewiesen, eine Verständigung zu suchen. Dann heißt es, denken Sie doch mal nach. Und man denkt, meint er jetzt den Fall oder meine Karriere? Manchmal kommt aber auch eine schriftliche Anweisung. Dem Begehren des Steuerpflichtigen ist zu entsprechen. Juristisch begründet wird das nicht. Das ist manchmal wie auf dem Bazar. Auch Familie Dravic will es sich gut gehen lassen. In den Urlaub zu fahren ist allerdings nur einmal im Jahr drin. Die Kinder müssen sich schon entscheiden, Skifahren oder Sommerurlaub. Heute fahren sie in den Nachbarort
zum Essen. Ihr Lieblingsrestaurant bietet einen Mongolien-Barbecue. Da ist für jeden Gaumen etwas dabei. Und die Preise sind mäßig, auch bei 5 Essern. Klaus Barski und seine Frau Bonnie machen einen Ausflug von Cannes nach Nizza. Ihr Ziel? Das Grand Hotel Negresco, eine der besten Adressen am Ort. Nicht sehr gut, ja. Die Speisen bereitet ein Sternekoch. Klaus Barski weiß das zu schätzen. Er ist kein Millionenerbe und hat es trotzdem geschafft, reich zu werden. Dass sein Immobilienvermögen steuerfrei für ihn arbeitet, weil es keine Vermögensteuer gibt, hält er für normal. Er denkt, das hat er sich verdient. Ganz gut, ganz vorzüglich. Was aber denken die Millionäre über die Arbeitnehmer? Was die Arbeitnehmer über die Millionäre? Wir fragen sie. Was können Sie, was die Familie der Arbeitnehmer nicht kann? Besser rechnen und cleverer rechnen. Und aus dem einfachen Grunde, weil ich nämlich den Markt untersuche, das, was wirklich läuft, mich darum kümmere, über Steuern nachzudenken, über Anlagevermögen und über die Zukunft nachzudenken, dass ich auch im Alter genug Kröten auf der Bank habe. Das mache ich wahrscheinlich intensiver und stärker als die anderen. Also als ich, wenn andere Leute wahrscheinlich schon sich einen schönen Tag machen, bin ich noch am Spitzen und am Rechnen. Ich denke, wenn er da so clever ist und das für sich so ausnutzt, ja, dann ist er einfach clever und er weiß, wie er sein Geld beisammen behält. Ich will nicht sagen, dass ich weniger clever bin. Ich denke, ich habe nicht so viele Schlupflöcher. Sonst, glaube ich, würden die vielleicht auch genutzt werden. Nun verkaufen Sie Ihre Häuser und müssen dafür null Steuern zahlen, haben Sie selbst gesagt. Ja, was halten Sie von der Idee einer Vermögensteuer? Würde da nicht etwas gerechter aufgefangen, dass Sie null Steuern zahlen für Ihre Hausverkäufe? Ich würde sagen, Vermögensteuer ist ungefähr das Dümmste, was uns passieren kann, aus zwei Gründen heraus. Aus dem ersten Grund ist, das muss der Anreiz da sein. Du musst also eins machen, was uns im Kapitalismus vorwärts gebracht hat, ist die Eigeninitiative. Und wenn wir haben schon einen der höchsten Steuersätze überhaupt in der Welt. Und wenn dann noch mehr Steuerbelastung zukommt, dann lohnt sich doch nicht mehr drüber nachzudenken, dann lebe ich doch gleich von Hartz IV. Aber wenn man das nicht wirklich mal eins aufrechnet und sieht, das sind andere, die wirklich so viel weniger Steuern zahlen und ich sage, es ist ja nicht so, dass ich keine Steuern zahlen will. Ist ja okay, dass ich Steuern zahle, aber dass das so viel von unserem von unserem Bruttogehalt beansprucht. Und wenn ich mir vorstelle, wirklich die Hälfte davon weniger zahlen zu müssen und das für uns als Familiengeld zu haben, das wäre ein wahnsinniger Gewinn.